Stefan! Wie du dich bewegst! Bewirb dich doch mal im Zirkus! Als Autist! Boah, ich könnte schon wieder kotzen, ey. Wo ist denn eigentlich der Aki? Yogi Löw, Yogi Löw, Yogi Löw. Yogi Löw, Yogi Löw. Boah, hier war ich ja schon letzte Woche alle Tipps gegeben, ey. Nix da. Anni! Es steht hier gerade 0-6! Glaubst du, das wird im zweiten Satz besser, oder was? Ich bin ja mehr so der griechische Gott, der immer Klartext redet. Tacheles. Ne? Und nach dem Spanienspiel bei der Nationalmannschaft in der Kabine hätte ich gesagt, so Jungs, ihr habt wohl was mitgebracht. Was hättet ihr gegeben? Eine richtig heiße Currywurst. Hätte ich gesagt, Jungs, die esst ihr jetzt mal komplett auf, möglichst schnell. Und wenn du so eine heiße Currywurst frisst und die im Mund kühlst, dann ist sie so, als würdest du fließend Spanisch sprechen. Wir hätten jedenfalls mal eine Reaktion gezeigt. Und? Oh, mach den doch mal da vorne! Wo ist denn eigentlich der Aki? Oh, Mensch, Aki, 32. Minute, fast pünktlich. Tut mir leid, Trainer, den Bus hatte Verspätung. Wir warten ja auch auf zwei Busse, Herrn- und Frau-Busse. Hauch mich mal an. Alter, was hast du für eine Fahne? Willst du Linienrichter machen oder was? Komm jetzt her da, Mensch! Pack dir die Tasche und setz dich auf die Bank, ich brauch dich gleich. Kann doch nicht angehen, du hier. Ferdinand, Stefan, Andi, nehmt ihr noch was auf? Ja? Was denn? Eine Folge 3 Fragezeichen und der verlassene Ball? Ja, eine Bundesliga, da wird Nuri Sahin seinen Titel los, ne? Jüngster Bundesligaspieler war der 2005 und jetzt kommt von dem BVB Moukoko, ey. Dem ist 16 Jahre alt. Hör mal, mit 16, hier, da hat mein Aki die dritte Klasse wiederholt. Zum zweiten Mal, ne? Ferdinand, willst du mal ein Lob? Ja? Dann bestell dir mal nach Hause eine Kiste Uhu. Dann sitzen bei dir zu Hause ein Dutzend Vögel, die dich so angucken. Eins steht bei meiner Kanonentruppe fest. Wären Wenn und Aber eine Kiste Pilzgen, da wären wir schon 8-mal Meister. Nee, 12-mal. Geil finde ich ja dem FC St. Pauli, die machen ab nächster Saison ihre Trikots selbst. Ja, weil das nachhaltiger ist und besser. Nee, dem haben keinen Ausrüster gefunden. Ich kenne das. Ne? Von meinem Stefan die Olle, letzte Saison, das war so eine Müsli-Muschi. Nee, Esoterik-Olle. Stefan! So viel wie du dich heute bewegst, ne? Guck mal unter deinen Schuhen! Da wächst doch Moos! Die Olle vom Stefan da, diese Esoterik-Tante, ne? Die hat dann für unsere Saison die Trikots gehäkelt. War richtig super. Und gekratzt wie die Sau. Und das war die Saison, da haben wir nicht nur Hirn, sondern auch bauchfrei gespielt. Boah, ich hoffe, dass hier nochmal was passiert, ey. Vielleicht kommt da so ein Ryan Reynolds hier. Das ist ein Hollywood-Star. Der hat in einem Film mitgespielt, wie heißt der nochmal? Das ist so, wie wenn ich meine Jungs ins Schwimmbad schicke, Deadpool. Ne? Und dem Ryan Reynolds hat so einen Fünftligisten aus Wales gekauft. Wrexham oder so. Ich will jetzt keinen Druck aufbauen, Till Schweiger. Aber mit meiner Truppe kannst du gar noch einen Film drehen. Ich bin noch mehr so Manta Manta, aber das hier ist Pilzkin im Kopf. Boah, ey Mann! Schon wieder so ein Kackding da! Mir langt's jetzt echt. Aki, komm ran. Trainer, ich gehe da nicht raus. Die treten auf alles, was ich bewege. Ja, dann hast du doch gar nichts zu befürchten. Komm, mach dich warm jetzt da, ey. Hör mal, Aki, bist du gleich soweit, oder was? Sekunde. So, komm, Aki, mach ran. Ja, Aki, wieder ein Bus, zu spät.